viele dieser Kompetenzen, die zu erwerben sind, sind Kompetenzen auf höherem Kompetenzniveau. Also selten einen Fall erlebt, wo es nur darum geht, in einer Veranstaltung etwas zu verstehen. Ja, wenn man so nach den klassischen Lernzieltaxonomien von Bloom oder Anderson gerade wohl vorgeht, hat man da ganz unten Erinnern und Verstehen. Ne, das ist so die Basis, das, was normalerweise in der Vorlesung passiert. Also man will die Studierenden auf Verstehensniveau bringen. Und darauf aufbauend geht es dann aber um das Anwenden des Gelernten, Transfer in neue Gebiete, Analysieren unbekannter Situationen, Bewerten von neuen Situationen, Entscheidungen treffen oder komplexe Produkte erstellen, Create, die höchste Ebene in der Lernzieltaxonomie. Und all diese Kompetenzen, das sind letzten Endes die Ziele, die in vielen Lehrveranstaltungen tatsächlich auch zugrunde liegen. Expertinnen und Experten eines Fachs haben ja nicht nur irgendwas verstanden, sondern die müssen natürlich das Verstandene auch zur Anwendung bringen. Und gerade dieses zur Anwendung bringen, wenn man das mal formuliert hat, was bedeutet das in der konkreten Situation, zielt das in der Regel genau darauf ab, was die Studierenden dann auch in der Präsenz tun sollen, nämlich gerade das anzuwenden gemeinsam auf höherer Ebene mit dem in der Vorbereitung verstandenen Arbeiten.